Ja, herzlich willkommen zurück bei den Botaner-Tutorials. In diesem Part soll es um Pflanzen gehen, die Mana produzieren können. Wir haben jetzt ganz schön viel mit Sachen rumgearbeitet, die Mana verbrauchen. Und wir kennen bisher nur die Endoflame, die aus Kohle, hier unten sehen wir sie, die aus Kohle Mana erzeugen kann. Und ja, das ist natürlich nicht so toll. Da gibt es natürlich ganz viele weitere Möglichkeiten in Botania, wie man Mana erzeugen kann. Und ich würde sagen, wir schauen uns die alle einfach mal an. Let's go. Was ich glaube ich schon mal gezeigt hatte, war das gute Ding hier. Das ist die Hydroangeas. Die produziert aus Wasser praktisch Mana, auch wenn die nur für eine gewisse Zeit hält. Crafted wird die ganz am Petal Apothecary, wie alle Pflanzen, mit zwei blauen Petals und zwei Cyan Petals. Und ja, die stellt man neben so einer 3x3 Wasserquelle hier an die Ecke. Und dann produziert die ja langsam daraus Mana. Wenn ich hier die mal anklicke, dann ihr seht, dass der Mana-Spreader sich jetzt langsam hier füllt, ne? Also der füllt sich ganz langsam mit Mana. Nicht wundern, warum das hier ein Elfen-Mana-Spreader ist. Ich habe diese Folge schon einmal aufgenommen und habe es dann natürlich verkackt. Ganz kurz, Elfen-Mana-Spreader, das ist einfach nur ein besserer Mana-Spreader als der normale. Der kann mehr Mana speichern und auch mehr auf einmal transferieren. Brauchte ich unbedingt für diese Folge. Gecraftet wird das Ganze aus 6 Dreamwood, was einfach Living Wood in das Elfenportal war, und außerdem einem Petal und einem Elementium Ingot, was, wir erinnern uns nochmal, 2 Mana-Steel in das Elfenportal waren. Okay, ja, einfach nur ein besserer Mana-Spreader. Und ja, die Hydroangeas produziert halt aus dieser Wasserquelle sozusagen Mana, hält aber nicht für ewig, die wird irgendwann einfach verschwinden, die Spawn in dem Sinne. Okay, ja, die Hydroangeas. Gut, als nächstes auf der Liste haben wir dieses gute Pflänzchen hier, die Entropinum, genau. Die Namen sind wieder ein bisschen merkwürdig, aber gut. Diese wird gecraftet aus 2 roten Petals, 2 grauen Petals, 2 weißen Petals, einer Rune of Wrath und einer Rune of Fire. Solltet ihr ja alles kennen, wenn ihr die vorherigen Parts gesehen habt. Wenn nicht, dann empfehle ich da auf jeden Fall nochmal nachzuschauen. Ganz wichtig. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die gute Pflanze an. Die ist relativ witzig. Ich nehme mal ganz kurz eine TNT. So. Setz das Ganze hier hin, so, und zünd das Ganze an. So, ihr habt jetzt gesehen, es ist explodiert, aber es hat nichts, ja, zu Schaden gemacht. Und ihr seht, dass diese Pflanze jetzt ziemlich viel Mana daraus erzeugt hat. Der Elfen-Mana-Spreader ist komplett voll. Und diese Pflanze hier hat außerdem noch einen internen Buffer, der ebenfalls gerade noch voll ist. Und ja, jetzt geht es langsam wieder ein bisschen leerer. Ja. Die Entropia, meine Damen und Herren, einfach TNT angezündet und dann produziert die da ordentlich Mana draus. Das ist eigentlich ziemlich cool, ziemlich witzige Mechanik. Wenn man später ein Refund Storage System hat oder ein ME System, kann man das Ganze garantiert auch irgendwie automatisieren. Das wäre auf jeden Fall echt nicht schlecht. Na, okay. Das wäre dann erstmal, ja, die Entropinum. Als nächstes auf meiner Liste wäre dann die Firmelily. So, die wird folgendermaßen crafted, wenn ich das mal ganz kurz anzeigen lassen darf. Dankeschön. Ein rotes Petal, 2 orange Petals, eine Rune of Earth und eine Rune of Fire ergeben eine Firmelily. Und diese mag es besonders heiß. Deshalb werde ich jetzt einfach mal an diesen Elfen-Mana-Spreader gehen. Alter, mein Gott. Nicht wundern, was das hier für eine Pflanze ist. Wie gesagt, ich habe diese Folge schon mal aufgenommen. So, ich setze mal ganz kurz diese Pflanze hier hin, die Firmelily. Und nehme mir jetzt statt TNT einen Lava-Eimer und setze den Lava-Eimer neben die Firmelily. Der wird sofort eingesammelt und daraus wird eine ziemlich heftige Menge Mana produziert. Das ist gar nicht mal so wenig. Ihr seht es, die Firmelily, ja, lädt sich immer wieder auf. Solange die jetzt Partikel hier hat, lädt sie sich auch noch auf. Also das wären dann diese orangen Partikel hier, glaube ich. Dann gibt es jetzt noch die roten Partikel.
diese etwas größeren hier in der Mitte. Wozu sind die da? Ganz einfach, diese Family kann man nicht die ganze Zeit benutzen. Nachdem man jetzt einmal hier Lava-Eimer platziert hat, braucht die 5 Minuten, bis sie wieder einsatzbereit ist. Und in diesen 5 Minuten sieht man hier diese Partikel oben drauf. Ja, daran kann man dann einfach sehen, wenn ich jetzt hier Lava-Eimer platzieren würde, dann wäre diese Pflanze sehr, sehr schnell sehr weg. Und das wäre natürlich nicht so toll. Das ist nämlich alles andere, was wir wollen. Ah, okay. Jetzt seht ihr, jetzt raucht die so ein bisschen. Und dann müsst ihr warten, bis die jetzt aufhört hier zu qualmen. Und dann könnt ihr einen neuen Lava-Eimer neben der platzieren. Aber das ist eine ziemlich heftige Menge an Mana. Ich möchte anmerken, dass der Mana-Pool hier vorher leer war. Gut, ich habe noch zwischenzeitlich diese Pflanze hier nochmal gehabt, die Shulk Me Not. Aber zu der kommen wir noch. Die ist etwas merkwürdig. Etwas. Das ist sozusagen die letzte Pflanze, die ich vorstellen möchte. Okay, die Family aus Lava, Mana produzieren, aber 5 Minuten Zeitpuffer dazwischen. Okay, weiter geht's. Als nächstes auf meiner Liste wäre dann die Rosa Arcana. Wird gecraftet aus 2 pinken Petals, 2 lila Petals, einem hellgrünen Petal und einer Rune of Mana. Und die Rosa Arcana hat... ja, ist vor, deine XP zu saugen und daraus dann Mana-Energie zu produzieren. Ich gehe mal ganz kurz in den Game Mode 0. Wahrscheinlich habe ich jetzt gar keine XP. Nee, habe ich nicht, aber ich habe ein halbes Herz. Das ist fantastisch. Okay, dann suchen wir uns mal ganz kurz noch Experience. Nee, Enchanting heißen die, ne? Ja, genau. Bottle of Enchanting. Und ich gebe mir mal ganz kurz ein paar Level. So, einfach mal ein paar genommen. Jetzt gehe ich zu der Rosa Arcana. Ihr seht, dass diese jetzt mein Level hier einsaugt und das Ganze in diesen Mana-Spreader hier reinlegt. Und das ist gar nicht mal so wenig XP, was sie einem gibt. Was allerdings ein bisschen schade ist, ist, dass die nur XP aus deiner XP-Leiste nehmen kann. Heißt, wenn ihr jetzt hier XP-Kügelchen hier irgendwo in der Gegend habt, die wird die nicht nehmen. Die nimmt nur XP aus deinem Inventar. Oder aus deiner XP-Leiste unten. Und ja, das heißt, schwierig zu automatisieren. Da muss man irgendwie einen anderen Minecraft-Account missbrauchen, damit der hier irgendwo rumsteht. Ja, aber die Rosa Arcana, meine Damen und Herren, auch eine gute Möglichkeit, um Mana zu produzieren, wenn man gerade zu viele Level hat und ein bisschen AFK stehen möchte. Gut, weiter geht's. Nächste Pflanze auf meiner Liste wäre die Munch Dew, gecraftet aus 2 hellgrünen Petals, 2 roten Petals, einem grünen Petal, einer Rune of Gluttony und das Ganze natürlich immer noch im Petal Apothecary. Wer hätte es gedacht? Die Munch Dew, die platziere ich mal ganz einfach mal hier hin. So. Und ich nehme mir mal Blätter. So. Und platziere diese Blätter hier außen dran und ihr seht, ja, die Munch Dew hat die schon mal aufgefuttert und produziert daraus jetzt ein bisschen Mana. Was tatsächlich schon, ja, das ging schnell. Okay, also so viel Mana ist das gar nicht. Und jetzt fragt ihr euch, okay, warum mampft die jetzt nicht weiter? Ganz einfach, weil die auch, genau wie die Firmalily hier hinten, einen gewissen Cooldown hat. Ich glaube, von einer Minute ist es hier oder von 2 Minuten. Eins von beiden auf jeden Fall. Und ja, danach wird die hier fröhlich weiterfressen. Ich komme hier mal gleich wieder. Ihr werdet sehen, dass hier wieder ein bisschen weg ist. Okay, ja. Die Munch Dew wüsste auch gerade nicht, wie man die irgendwie automatisieren könnte, aber gut. Botania ist so gestaltet, dass man das relativ schwierig automatisieren kann. Aber gut, mit anderen Mods wird das wahrscheinlich irgendwie möglich sein. Weiter geht's. Als nächstes auf meiner Liste wäre dann die Khaki Moors, gecraftet aus 2 weißen Petals, 2 orangen Petals, 2 braunen Petals und einer Rune of Gluttony und Pixie Dust, was eine Mana Pearl im Elfenportal war. Ja, die sieht aus wie ein Kuchen und die mag auch gerne Kuchen. Ich stelle sie mal ganz kurz hier hinten hin und ich stelle mal ganz kurz einen Cake, nicht so, sondern so, einen Cake daneben. Ja, die Gute hat ziemlich viel Hunger, die wird jetzt diesen Kuchen hier langsam auffressen, wie man sehen kann, und daraus gar nicht mal so wenig Mana produzieren. Ja, ein Kuchen ist dann schon eine beachtliche Menge an Mana, die da zusammenkommen. Natürlich im Mana-Pool ist das wieder total wenig, also zumindest sieht es wenig aus, ist es natürlich gar nicht. Und die Kekimuros, ja, frisst jetzt langsam und gemächlich diesen Kuchen auf. Ja, warum sollte man selber einen Kuchen auffressen, wenn man das seinen Pflanzen geben kann? Gut, ja, noch eine Möglichkeit, Mana zu produzieren.
einer der beliebtesten Pflanzen, die ja Botanierspieler so auserkoren haben, ist die Gormalis. Diese wird folgendermaßen gecraftet: zwei graue Petals, zwei orange Petals, orange, nee, gelb. Ich bin schon fast farbenblind. Einen roten Petal, eine Rune of Fire und eine Rune of Summer. Und da diese so billig ist, wird die zum einen gerne genutzt und durch ihre nette Eigenschaft alles zu verputzen, was auf dem Weg vor ihr liegt. Und ich stelle die mal ganz kurz, wo habe ich überhaupt noch Platz hier? Ach komm, ich stelle die auch hier daneben. Ja, okay, die Mannstiel, ihr seht's, die hat jetzt auch die restlichen Blätter aufgefressen. Mann, ist die hungrig. Aber die Gormalis ist mindestens genauso hungrig. Und ich erkläre euch jetzt mal ganz kurz, wie die funktioniert. Und zwar produziert die Mana aus jeglichem Essen, aus allem, was ein Spieler auch essen kann. Also Rotten Flesh oder Spinnenaugen gehören jetzt auch dazu. Auch wenn sie daraus halt nicht so viel Mana produziert. Allgemein, die produziert so viel Mana, wie das Essen an Hungerkeulen geben würde. Das heißt, aus einem Keks macht ihr natürlich nicht so viel Mana wie aus Steak beispielsweise. Das könnt ihr daran auch feststellen, dass wenn ich da so ein Steak hinwerfe, dann frisst ihr da ein bisschen länger dran. So. Als wenn ich da jetzt einen Keks hinwerfe. Habt ihr gesehen, der Keks war reichlich schneller verdaut. Und ja. Das Steak natürlich nicht. Bei der Gormalis müsst ihr noch darauf achten, dass ihr nicht zweimal dasselbe Essen hintereinander hinwerft. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier Baked Potato hinwerfe. So, dann produziert die daraus erstmal eine schöne Menge an Mana. Werfe ich da jetzt allerdings eine zweite Baked Potato hin. Dann seht ihr es vielleicht schon, dass die ja so ein bisschen langsamer kaut. Und wenn ich jetzt noch eine hinwerfe, dann ist das Ganze noch langsamer. Und jedes Mal produziert das Ganze noch weniger Mana. Guck mal, diesmal hat das nicht mal ein Viertel des Mana-Spreaders voll gemacht. Beim ersten Mal war es der gesamte Mana-Spreader voll. Heißt, ihr solltet darauf achten, dass hier der wechselreiche Nahrung anbietet. So, wenn ich jetzt hier allerdings nochmal so eine Matten hinwerfe und jetzt wieder eine Baked Potato, dann ist es wieder in Ordnung. Heißt, ihr könnt euch da auf zwei verschiedene Essenstypen beschränken und die mal wechselnd hinwerfen. Dann ist die auch wieder zufrieden, die Gormalis. Und ja, produziert gar nicht mal so wenig Mana. Und bei anderen Pflanzen mehr produzieren. Aber diese lässt sich halt viel besser automatisieren. Wenn man irgendwo, keine Ahnung, eine vollautomatische Melonenfarm und woanders, ja, eine vollautomatische Beetroot Farm hat, dann kann man da schon ordentlich was anstellen. Okay. Gormalis ist einer der wenigen Pflanzen, die sich auch ohne Probleme jetzt in Vanilla plus Botania automatisieren lassen. Also alle anderen Pflanzen wüsste ich jetzt nicht, wie man das automatisieren könnte. Okay, weiter geht's. Dann haben wir als nächstes auf der Liste die Naslimos. Kann ich jetzt schlecht zeigen, was sie macht, aber ich erkläre es euch mal. Erstmal, wie die gecraftet wird, und zwar brauchen wir dafür zwei Lime Petals, also hellgrün, zwei normale grüne Petals, ein schwarzes Petal, eine Rune of Summer und eine Rune of Water. Und die Naslimos ist für die Leute gut, die einen Slime Chunk gefunden haben. Also wer es nicht kennt, für die Leute, die vielleicht noch nicht so lange Minecraft spielen, ein Slime Chunk, das ist ein Chunk, wo random Slimes drin spawnen können. Man kann so einen Slime Chunk eigentlich nur per Zufall finden. Man erkennt den an nirgends außer halt, dass dort Slimes spawnen. Der sieht genauso aus wie ein normaler Chunk auch. Aber wer so einen gefunden hat und vielleicht da drin auch schon eine automatische Slime Farm hat, der kann sich so eine Naslimus nehmen und daraus aus diesen Slimes dann ganz, ganz, ganz viel Mana produzieren. Denn diese Naslimus wird alle Slimes zerlegen, die aus einem Slime-Chunk kommen und daraus dann eine beachtliche Menge an Mana produzieren. Ich kann das hier schlecht zeigen, weil ich nicht genau weiß, ob hier irgendwo ein Slime-Chunk ist, und wenn ja, dann müsste ich wahrscheinlich erstmal lange danach suchen, aber ich glaube, das Prinzip ist relativ klar. Als nächstes auf meiner Liste hätte ich dann die Spectrolos, und wir haben ja im letzten Tutorial mit den Horns und den Drums hier hinten eine vollautomatische Wolle-Farm aufgebaut, und hier hinten steht auch schon eine Spectrolos, und ich zeige jetzt nochmal ganz kurz, wie das gute Stück funktioniert. Die Spectrolos, habe ich schon erwähnt, die frisst ganz viel Wolle und produziert daraus dann Mana, genau. Jedenfalls, ich gehe jetzt mit meinem Wand of the Forest auf diese Spectrolos rauf, und jetzt steht dort unter dem Namen und unter dieser Mana-Leiste
White Wool heißt weiße Wolle. Ja. Jetzt werfe ich hier weiße Wolle hin. Und jetzt nimmt die diese weiße Wolle und hat daraus jetzt ein bisschen Mana produziert. So. Und jetzt will sie orange Wolle haben. Und jetzt gebe ich orange Wolle und dann wird die nächste Wollfarbe anzeigen. Perfekt nach dem Muster, wie es auch hier im Inventar steht. Heißt, nach orange Wolle will sie Magenta haben, danach Light Blue, danach Gelb, Hellgrün, Pink und so weiter und so fort. Das heißt, ihr solltet, wenn ihr so eine automatische Schaffarm habt, dann solltet ihr von jeder Farbe hier ein Schaf drin haben. Könnt ihr einfach färben. Und dann die automatisch abgeerntete Wolle direkt zu dieser Spectralos führen. Und dann habt ihr Mana komplett automatisiert. Mithilfe der Spectralos. Die ist allerdings gar nicht mal so billig. Ihr braucht dafür 2 Rot, 2 Grün, 2 Blau, 2 weiße Petals. Eine Rune of Winter, eine Rune of Air und ein Pixie Dust. Was eine Mana-Perle war in das Elfenportal hier. Und ja, mit der Spectralos kann man dann... ja, Mana aus Wolle produzieren. Ihr braucht halt nur jede Wollsorte, die es gibt. Heißt, das ist dann schon manchmal relativ nervig, denke ich mal. Okay, weiter geht's. Als nächstes auf meiner Liste haben wir die Rafflosia, eine sehr kannibalische Pflanze, die andere Botania-Pflanzen auffrisst, um daraus Mana-Energie zu erzeugen. Dabei ist es wichtig, dass es... craftbare Botania-Pflanzen sein müssen, heißt zum Beispiel eine Pure Daisy würde gehen. Solche Pflanzen wie die hier vorne, die hier Mystical Flowers, die nimmt das Ganze nicht an. Die Rafflosia, ich pack die jetzt einfach mal ganz kurz, ja mein Gott, ich pack die jetzt hier hin, so, und ja, ihr seht schon, plötzlich sind alle Pflanzen weg, weil ich möchte meine Pflanzen noch gerne haben. Deshalb, ja, Prinzip sollte relativ klar sein. Einfach andere Botania-Pflanzen kannibalisch auffressen, um daraus dann Mana zu produzieren. Und ja, die Rafflosia macht da einen ganz guten Job und produziert da auch ordentlich Mana draus. Und ja, eine weitere Möglichkeit, Mana zu produzieren, wenn man gerade vielleicht zu viele Pure Daisies dabei hat. Ach so, genau, nochmal ganz wichtig zu sagen, das Ganze hat natürlich einen bestimmten Radius, und zwar ist das ein Radius von 11 mal 11 mal 11 Blöcken um diese herum. Die letzte Pflanze, die ich euch gerne vorstellen möchte, ist die Shulk Minot. Beziehungsweise ist es nicht ganz die letzte Pflanze, aber es gibt noch eine, aber die kapiere ich selbst nicht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ich mache Botanik-Tutorials und ja, ich kapiere eine Pflanze nicht. Die Shulk Minot habe ich auch sehr lange nicht kapiert. Mittlerweile verstehe ich, was die macht. Also ganz ehrlich, an den Mod-Autor Vasky, wie kommt man auf die Idee, so eine Pflanze zu machen? Also die Shulk Minot grenzt jetzt schon sehr nah an Wahnsinn. Passt auf. Ich möchte euch jetzt mal sagen, wie man mit dieser Pflanze Mana produzieren kann. Und das klingt so, als wäre es absolut unmöglich, da auch nur einmal Mana zu produzieren. Aber es gibt Pflanzen im Mutania, mit denen man das Ganze machen kann. Pass auf. Also, diese Pflanze hier produziert Mana, wenn ein Schalker ein Mob angreift, was nicht der Spieler ist, diesen Mob Levitation Effekt gibt und dieser Mob danach den Schalker angreift, das Ganze in einem bestimmten Radius ist, ja, dann wird diese Shulk Minot beide Mobs killen und daraus Mana produzieren. Also nochmal zum Mitschreiben. Der Schalker muss ein anderes Mob, was kein Spieler ist, angreifen, diesem einen Levitation-Effekt geben und das Mob, was diesen Levitation-Effekt hat, muss den Schalker danach angreifen. Und ich weiß nicht, ob ich das Ganze hier reproduzieren kann. ich versuch's mal ganz kurz. Dafür muss ich mich wahrscheinlich erstmal hochreilen, ne? Wahrscheinlich. Ich nehme mal ganz kurz Healing Potions. Hier so ein paar. Oder machen wir gleich Instant Health 2 am besten. Das ist, glaube ich, ein bisschen schlauer. Dann nehme ich mir jetzt mal einen Zombie. So. Dann nehme ich mir einen Schalker. Ein Sulker, nee. Einen Schalker.
So, den bekommt man. Es ist so bescheuert, weil einen Schalker gibt es nur im End und im End gibt es keine anderen Mobs. Heißt, du musst erstmal einen Schalker in die Overworld bekommen und. Wie? Ganz ehrlich, Waski, wie? Aber gut, ich versuche mal ganz kurz zu reproduzieren. Das ist eine Schalker Box, was ich hier habe, ne? Das ist eine Schalker Box. Ich bin echt schlau. Hier, das ist ein Schalker. Und jetzt passt mal auf. Ich mach's mal ganz kurz nach. Time set night. So. Pass auf. Schalker. Und jetzt gehe ich in den Game Mode 0. Erstmal Instant Healing Potions. Ah! Es ist echt schwierig. Oh, scheiße. Okay, pass auf. Das kriegen wir irgendwann noch hin. Also, wie gesagt, der Schalker muss jetzt irgendwie den Zombie treffen. Und der Zombie muss danach den Schalker angreifen. Das klappt natürlich wahrscheinlich wieder mal nicht. Effect J28 Gaming Night Vision 999250 True. So. Okay, pass auf. Wo ist der Zombie hin? Da hinten ist der Zombie. Gut, das wird nichts. Zombie. Und ich meine, es ist schon schwierig, mit Hilfe des Creative Modus das Ganze zu simulieren. Wie soll das dann im Survival Mode funktionieren? So, schieß mich ab. So. Pass auf. Jetzt muss der Zombie, wenn er wieder runterkommt. Wenn er wieder runterkommt. Jetzt. Pass auf. Jetzt greift er nämlich an. Und habt ihr es gesehen. Ich konnte es reproduzieren, meine Damen und Herren. Holy shit. Und jetzt hat die Schalk Me Not. Ja, jetzt habt ihr Mana für Lebenszeiten. Sagen wir es mal so. Das ist so bescheuert. Ohne Scheiß. Das ist dermaßen bescheuert. Was ist das denn hier? Nach so einem Enderman. Das ist dermaßen bescheuert. Ganz ehrlich, wie kommt man auf die Idee, so eine Pflanze zu programmieren? Und ich meine, das war ja nicht mal einfach, das zu programmieren, gehe ich mal von aus. Das ist. Mann! Also, ihr habt es gesehen, es ist schon im Creative Mode echt schwierig, das Ganze zu machen. Und ich frage mich echt, wie man das im Survival Mode machen soll. Aber wie gesagt, es gibt Pflanzen, mit denen man das Ganze machen kann. Ich werde irgendwann mal, wenn ich mich da so ein bisschen in die Materie reingefuchst habe, werde ich euch mal ein Video zeigen, wie man diese Schalk Me Not einigermaßen. Betonung liegt auf einigermaßen gut in Betrieb nehmen kann. Also wie gesagt, ihr habt jetzt echt Mana auf Lebenszeiten. Ich weiß gar nicht, wie viel das Ganze produziert, aber ein halber Mana-Pool dürfte das wahrscheinlich schon sein. Okay, Leute. Genau, letzte Pflanze, die es noch gibt, ist die Dandelion. Also, ich weiß nicht genau, wie sie funktioniert. Was ich weiß, ist, dass die, laut der Feed the Beast Wiki das Game of Life simuliert und daraus Mana erzeugt. Fragt mich nicht, wie das funktioniert. Ich kenne dieses Game of Life nicht. Wahrscheinlich ist es irgendwie wieder so eine Allgemeinbildungslücke bei mir. Aber ich meine, wenn ich die hinsetze, passiert auch nichts. Vielleicht muss ich auch irgendwas machen. Ich habe keine Ahnung. Ja. Also, wem diese Erklärung jetzt reicht, dann, ja, freut euch ein Ast und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das gute Ding hier funktioniert. Ansonsten empfehle ich auch nochmal ganz kurz die Feed the Beast Wiki. Da steht auch ein wunderschöner Eintrag zu Dandelion, der mir wirklich nicht weitergeholfen hat. Aber ansonsten, ja, war es das erstmal von diesem Botania-Tutorial. Wir haben uns alle Pflanzen aus Botania angeschaut, die Mana produzieren können. Und ja, das hier ist natürlich das absolute Highlight hier, die Schalk Me Not. Ach so, genau. Crafted wird die ganze Pflanze so. Nicht wundern, ihr könnt die noch nicht craften, also mit dem aktuellen Wissen nicht, weil ihr dafür einen Gaia-Spirit braucht, wofür wir erstmal das Ritual auf Gaia machen müssen, was wir natürlich noch nicht gemacht haben. Ansonsten eine Rune of Envy, eine Rune of Wrath, zwei pinke, nee, nicht pinke, Purple Petals, Lila Petals, zwei Magenta Petals, ein graues Petal, ja, und dann halt der Gaia-Spirit. Ritual auf Gaia ist noch ein bisschen von uns entfernt. Da müssen wir uns erstmal die Functional Floras anschauen, also die Pflanzen von Botania, die selber nochmal was können. Aber es gibt noch so viel, was wir von Botania anschauen können. Vielleicht machen wir in der nächsten Folge die Functional Floras. Vielleicht machen wir in der nächsten Folge auch Enchanting mit Mana oder vielleicht auch die Botanical Brewery. Mal sehen. Wir haben noch echt viel zu tun. Leute,
Das war's von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal, Leute. Macht's gut und ja, ciao.